Hallo Leute, ich habe super lange kein Video mehr von Luca angeschaut und da er letztens seinen Content so ein bisschen umgestellt hat, seit vor einer Weile, habe ich mir gedacht, hier, schauen wir uns mal ein Video mal davon an. Und zwar der letzten Video hochgeladen mit Sandra zusammen und zwar einen Tag bei McDonald's arbeiten. Ich bin sehr gespannt. Die beiden, super Duo. Lasst am hoch da, let's go rein da. Wir erfüllen Sandra heute einen Lebenstraum und machen einen Tag lang Praktikum bei McDonald's. Aber bevor es an die Buletten geht, brauchen wir natürlich noch unsere Uniform. Also gehen wir uns jetzt direkt umziehen. Ich habe eine McDonald's-Hose an mit einem McDonald's-Gürtel und einem McDonald's-Hemd. Ich bin gespannt, wie Sandra aussieht. Ich bin ready. Alles direkt Eigenmarke McDonald's. Haben die auch ihre eigene Modekollektion? Weiß ich gar nicht, ob man die Sachen auch kaufen kann dann so. Kann man sich einfach als Mitarbeiter auch tarnen. Auch nicht so gut, glaube ich dann. Ja, aber so, ich hätte auch mal Bock, bei sowas mal zu arbeiten. Nur einen Tag. Ich hätte auch nicht mehr Bock auf mehr. Aber so einen Tag mal gucken, wie es in den Kulissen ist, um zu gucken, ob man da überhaupt essen kann, wie es da so abläuft und sowas. Ne? Weil manchmal habe ich da schon, manche Stories, die rausgekommen sind, jetzt hier bei Burger King oder sowas, oder bei KFC, habe ich auch schon einiges von Freunden gehört, die mal da gearbeitet haben, dass dort mit der Hygiene nicht so ganz ernst genommen wird. Zumindest von einem Kollegen, von dem ich gehört habe. Also, ja, würde ich schon mal wissen, wie es bei mir in der Nähe hier ist, wie die hier damit umgehen, ob ich dann noch weiter hingehen kann oder ob ich es doch lieber sein lasse. Für den Tag beim Meckes. Sandra, du brauchst nicht auf die Anleitung gucken. Wir haben Infektionstests gemacht. Junge! Du weißt doch noch, wie man wäscht. Aus dem Kopf. Ja, aber jeder hat eine andere Regel. Jeder hat eine andere Regel. So, Hände sind abgewaschen, schön mit Ellbogen Wasser ausgemacht, abtropfen. Und dann richtig wichtig mit Papierhandtüchern abtrocknen, denn mit einem normalen Handtuch wäre es zu unhygienisch. Wir haben extra für. Genau, weil dann jeder seine Bakterien da abreibt und dann der nächste kommt und dann auch seine Bakterien wieder, ne, wieder mitten die von anderen vorher. Deswegen Papierhandtücher. Ist schon richtig so, ja. Den Tag heute ein Infektionsschutzgesetzestest abgeschlossen. Wir befinden uns hier auf jeden Fall gerade in der Küche von McDonald's, werden allerdings jetzt mit dem Frühstück starten, was es ja bis wie viel Uhr gibt? Bis 10.30 Uhr. Und es gibt wohl auch neue Produkte, deswegen checken wir das jetzt mal als erstes aus. Der Typ macht eigentlich nur Kameramann heute, hat aber trotzdem komplettes McDonald's-Outfit an. Das ist Wahnsinn. Damit sich gut einzukleiden, um mich camouflagemäßig reinzuschleusen, dass gar nicht auffällt mit der Kamera in der Hand. Aber ich finde es auch krass, wie Luca dieses komische Papierchen aufhat. Da war da keine Cap auf, wie der andere auch. Also, man kann ja eigentlich nichts falsch machen. Obwohl, sie hat auch so ein Papierchen auf, sie hier. Aber ich habe noch nie einen McDonald's mit diesem Papierchen gesehen. Oder? Nee. Ich muss auch zugeben, ich war super lange nicht McDonald's mehr. Ich bin bei eher bei Burger King. Wenn ich mal bei sowas war. Machen, weil hier ist ja so ein Timer, ne? Ich glaube, du kriegst das trotzdem hin, dass das falsch schon mal. Wie viele Eier kommen da rein? Drei. In einen Wrap kommen drei. Anderthalb Eier. In Wrap kommen drei. Drei. Sana, kannst du mir gleich zweimal McWrap-Rührei machen dann? Ja, klar. Kein Super. Problem. Wichtig. Salz, Pfeffer in einem Ding drin? Die wirkt aus, dass sie gar keinen Bock drauf, die einzuweisen. Wie sie immer so leer wegguckt. Ja. Boah, ihr spart überall Zeit, ne? Weil Effizienz ist. Ist. Ja. Also im Optimalfall. Effizienz ist. Ich verstehe schon, Sandra. Schlägst du es nur ein einziges Mal im auf? Im Optimalfall bleibt keiner liegen. 187. 187. Mach dir bitte gar keinen Stress. Ja, ich kann das. Ja, ich hab's, Laser. Alles. Boah, den Laser? Ja, klar, ist Laser Luca, aber nur Laser nennen ist auch geil. Sein Vorname Laser, Nachname Luca. Aber so Eier aufschlagen mit einer Hand konnte ich früher auch machen. Weil ich habe früher so jeden Tag Pancakes gemacht. Ja, kann man sich drüber streiten, wie gesund das war. Aber dann habe ich immer, irgendwann konnte ich, habe ich so lange geübt, wie ich es konnte dann. Eine Hand so zack. Ich war so ein King. Ist gut, Selfie. Ist eine Schale Selfie. Drin? Ja, okay. Aber wir haben jetzt die Ja, ist eine riesen Schale drin. Digga, ich habe halt, das ist ja nur für dich. Assistent, kannst du das einmal im Müll für mich werfen? Das ist hier Teamarbeit. Ich hab so keinen Bock auf diesen Make-Rap, wenn Sandra den macht, ne? Ich hab ein bisschen Schiss. Darf ich auch doppelt? Nein. Perfekt. Stopp. Mach dreimal. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Rap machen, aber müssen wir das zuerst nehmen, das Ältere. So, ja, weil wir sind effizient. Richtig. FIFO heißt das. Ja, FIFO? First in, first out. First in, first out. Muss ich in der Uni sogar auch lernen. FIFO und dann gibt's noch hier, Last in, first out, LIFO gibt's noch und gibt tausend verschiedene Versionen davon, ja. LIFO ist ein klassischer Hundename von so einem Welpen, finde ja, ich. Ist so. LIFO, komm. Aber damit ist mein McRap ja noch nicht fertig. Genau, und was ist als nächstes? Wo kriegen wir den Rap her? Wir können jetzt einen Rap machen. Dann darfst du einmal auf den Knopf drücken. Das geht so schnell? Ja, genau. Scheiß die Wand an. Alter, guck mal, da kommt doch rauf. Da kommt doch rauf. Ordentliche Schwungbewegung, Sandra. Das So, wir machen jetzt Rührei Cheese. Okay, dann nehme ich Rührei Cheese, ja. Ja,
Okay. Ich hätte auch Bock auf den Big Morning Chicken, der sieht auch geil aus. Ja, aber du wirst hier nicht gefragt. Ich okay, dann nehme ich den McWrap mit Cheese. Kannst du sogar mein Rührei benutzen? Du darfst dein Rührei benutzen. Also wir, FIFO ist heute egal bei meinem McWrap. FIFO. FIFO. Da musst du bis deine Podcast von Joe und Risotech, wo sie mal so irgendwelche BWL-Wörter reinhauen wollen, wie Break-Even-Point, Krypto. Ja, FIFO. FIFO. Ach, komm wieder. Ich hatte nicht FIFO. Das ist einfach ein Sandras Traum auf meinem Kanal. Ich sag euch, FIFO. Das macht so Bock. FIFO. Krypto. Ganz ehrlich, das sieht übelst lecker aus, Laser. Nee, schon verkackt, Laser. Was würdest du mir geben jetzt von... Ganz ehrlich? Ist so ein Ding, dass ich immer jetzt Laser nenne und Selfie oder was? Oder ist nur in dem Video jetzt so? Ich habe super lange kein Video mehr von Luca gesehen, muss ich zugeben. Ich habe irgendwann mal eins gesehen, da haben sie... Wir haben auch schon drauf reagiert, stimmt, wir haben auf Luca. Wir haben, wo es in der Schule waren, haben wir, glaube ich, uns angeschaut zusammen. Oder? Da war doch irgendwas, da habe ich mitgemacht. Stimmt, doch, ich erinnere mich, da war sie in diesem weißen Raum drin. Ja, true. Okay, ganz vergessen. Ja, ja, okay, doch. Aber da haben sie sich nicht Laser und Selfie genannt. Also ganz ehrlich. Also insgesamt würde ich sagen, es ist schon eine 8 von 10, aber ich würde sagen, wir müssen einfach... Selfie. Chef, komm. Hier, winzig. Wo? Ach, mein McWrap. Ah ja. Heiß und fettig. Schön aus der Küche. Und der McWrap ist auch noch mit dabei. Dankeschön. Das freut mich doch. Der sieht natürlich nicht so professionell zusammengerollt jetzt hier gerade aus, aber ich pack den mal aus. Ja, machen wir Hälfte, Hälfte. Können wir gerne machen. Möchtest du das erste Mal beißen von deinem McWrap? Nee, mach du als erstes. Boah, irgendwie, ich habe jetzt gerade gegessen. Irgendwie habe ich jetzt gar keinen Hunger. Wenn ich das Ganze sehe, dann schüttelst du mich. Sicher mal ja, gucken. Nein, du musst ja Taste-Test machen. Ja, okay. Ich hab's ja für dich gemacht. Drei, zwei, eins. 9. Acht. Für mich 9. 9 ist für mich Chicken Nuggets und 10 ist Big Mac. Also ey, ganz kurz, damit wir es auch nochmal klarstellen, wir bekommen keinen einzigen Cent. Ich habe früher immer bis zum gewissen Alter das Happy Meal gegessen, wegen Spielzeug und so war es auch. Und danach war ich beim Big Mac, glaube ich, habe ich mal gegessen. Immer so stolz gesagt, dass ich Big Mac haben will, weil ich jetzt erwachsen bin, kann ich Big Mac essen. Weil ich mit dem Vater immer zu irgendwelchen Feiertagen hingegangen bin oder wenn eine Zeugnisausgabe zum Beispiel war, immer zum McDonald's gegangen zur Feier des Tages. Und dann, irgendwann hatten mein Bruder und ich dann zu alt ausgewachsen aus der McDonald's-Zeit, das weiß ich auch noch ganz genau. Und da hat mein Vater so nach dem Zeugnisausgabe gemeint, so, ja, lass den McDonald's gehen. Wir so, nee, nicht so Lust drauf. Und er war richtig traurig, da waren wir jetzt schon so alt, dass wir nicht mehr McDonald's gehen wollen irgendwie. Das weiß ich auch noch. Cent hier von McDonald's. Wir haben die proaktiv angefragt, weil Sander riesen McDonald's-Fan ist und haben gesagt, ey, einmal einen Tag McDonald's-Mitarbeiter. Deswegen, wir können auch sagen, der schmeckt total scheiße, aber dafür, dass du den gemacht hast, ist der richtig gut. Ja, ich bin Chef. Dürfen wir? Ich weiß nicht, die wegen Hände waschen. Egal. Das ist wahrscheinlich wieder Hände waschen. Ja. Ich habe immer noch den Hut auf. Nachdem Sandra da vorne gleich ihren eigens kreierten McWrap aufschnabuliert hat, keine Ahnung, ob es das Wort gibt, gehen wir auf jeden Fall runter in McDrive und ich werde mal durch den McDrive fahren und Sandra wird auf der Gegenseite meine Bestellung entgegennehmen. Ich check jetzt auch, warum manchmal Mitarbeiter uns nicht verstehen. Ja, weil die haben die ganze Zeit das Ohr. Ja. Also, das hört man nicht dauerhaft, aber manchmal ist man auf der Linie und dann steht da vorne, jemand redet mit dir und du hörst das gleichzeitig. Weil, kennt ihr das? Manchmal bestellt man so bei Mc's und dann ist so, Junge, I Cheeseburger. Aber jetzt, I get it. Hallo. Mhm. Hallo. Genau wegen solchen Sachen ist es manchmal gut, auch in die Rolle der Leute zu schlüpfen, bevor man sich drüber aufregt. Deswegen müsste mal jeder einmal sowas mal, deswegen habe ich auch mal Bock, das zu sehen generell, um solche Sachen auch herauszufinden und zu sehen. Ich würde gerne mal jeden Job einmal machen, aber nur für einen Tag höchstens. Auch nicht jeden Job. Es gibt ja auch so ein paar Sachen wie Kläranlagenreiniger, die verdienen sau viel Geld, aber weiß nicht, ob ich das machen würde, in Scheiße baden mit Horrorflasche und so. Kein Bock, so ehrlich. Keine Ahnung, wer das war. Aber gut, meine Damen und Herren, ich fahre nicht nur zum ersten Mal durch diesen McDrive in diesem McDonald's, wo Sandra meine Bestellung jetzt entgegennimmt, sondern ich fahre auch zum ersten Mal Tesla. Wahnsinn, hat sogar eine Hupe. Willkommen bei McDonald's, Ihre Bestellung bitte. Willkommen bei McDonald's, Ihre Bestellung. Der Lukas, der random hupt und ich gucke mich manchmal um und denke mich so, warum hupt der jetzt gehupt? Ich habe gar nichts gemacht. Weil ich mich oft angesprochen fühle irgendwie und der Lukas macht es auch random. Bestellung bitte. Sandra, ich glaube, du hast das Mikro in deinem Arsch. Soll ich mal hupen? Oh. Hallo, herzlich willkommen bei McDonald's, Ihre Bestellung bitte. Moin, Laser-Lukas. Moin, Selfie-Sandra. Ich stell dir vor, da war jetzt nicht Luca da, sondern jemand anderes. Oh gut, die Stimme hat es wahrscheinlich gehört. Moin, Selfie-Sandra. Ich hätte gerne einen Big Morning Chicken. Der Big Morning Chicken, kein Problem. Ist in der Tasse. Okay. Ist drin. Der ist drin. Das ist Wahnsinn. Okay, haben Sie auch Tee? Ah, das kann man da sehen. Ich bin auch bisher nur Burger King-Traffing gewesen. Da gab es noch eine Tafel nicht, bei dem, wo ich jedenfalls war.
Ach krass, steht hier sogar da. Da kann man auch direkt bestätigen, ob die auch wirklich dasselbe verstanden haben. Weil ich hatte, einmal war ich bei McDonald's im Drive-In, nee, Burger King Drive-In, das war auch schon Jahre her, da haben wir irgendwas bestellt gehabt und dann hat die Hälfte irgendwie gefehlt von der Bestellung. Das ist voll praktisch hier. Wahnsinn. Okay, haben Sie auch Tee? Was hätten Sie denn gerne? Wir haben einmal Earl Grey, Earl Green Tea, Fresh Mint, Earl Grey, Earl Green Tea, Fresh Mint. Ich hätte gerne den Earl Fresh Mint. In dem Mehrwegbecher oder eher nicht? Ich nehme den Mehrwegbecher für die Umwelt. Ja, Luca nimmt den Mehrwegbecher. Was nochmal für einen Tee? Earl Green Tea, Earl Green Mint, Earl Fresh. Ich mach Ihnen den Fresh Mint, der soll gut sein. Mach den. Ja, okay, darf es noch was für Sie sein, lieber Kunde? McMuffin Egg, bitte. Kein Problem, sonst noch was? Nee, alles gut. Hast du mir die Sitzheizung angemacht, Idiot? Was heißt das? Unnormal heiß. Total aus. Volle die Rechnung beträgt 11,37 €. Bitte fahren Sie an den ersten Schalter. Boah, der ist ja unnormal breit, der McDrive. Fast so breit wie ich im Kiffen-Video. Moin, da ist er, Luca. Das stimmt, der hat so ein Video gemacht mit dem. Stimmt, das haben mich auch noch nicht gesehen. Ja. Ein Haar im Auge. Ja. Ich habe überall Haare. Nee, ich habe keinen auf dem Kopf, aber dafür eins im Auge oder was jetzt? Wie random. Was macht dann insgesamt? 11,37 €. Alles klar. Bis zum nächsten Fenster. Mit Kartenzahlung, Laser, alles klar. Dann, das Gerät ist gleich fertig. Jetzt. Oh, schöne goldene Karte, gefällt mir. Wir sehen uns dann am nächsten Fenster, ne? Alles klar. Hätten Sie noch gerne den Beleg? Ja, selbstverständlich. Kein Problem, der wird. Es ist so witzig. Ja, ach Mann, ey. Ich finde die beiden echt gut zusammen. Ich glaube, ich habe gesagt, ich finde die sind super, super Duo hier. Ihn einmal ausgedruckt. Dankeschön. Also, wenn ich bei Meckes arbeiten würde, würde ich safe am Schalter arbeiten. Übrigens, film mal den Kofferraum. Digga, das ist die Sachen vom Campen. Ich bin wieder. Ach, vom Campen. Oh, mein Tee. Einmal Ihre Bestellung, bitte. Dankeschön. Und Ihr Öl. Pfefferminztee im Mehrwegbecher. Dankeschön. Sehr alles klar. Schön. Freut mich mit Ihnen hier heute. Wir hören uns. Freut mich mit Ihnen heute Geschäfte gemacht. Ich hoffe, die geben nicht jedem Kunden die Hand. Auch wieder müssen die Hände waschen jetzt gleich wieder. Macht's ab, ne? Ja. Wir sehen uns, Sandra. Ciao. Ja, so dumm. Bist du eher McDrive oder eher im Restaurant essen? Safe McDrive. Ich bin. Also, es ist halt auch jedes Mal lustig, wenn ich in die falsche Richtung fährt. Ich weiß, ich muss jedes Mal lachen. Aber es ist von Lukas Perspektive witziger als von ihrer Perspektive. Selbst wenn ich die Zeit hätte, ins Restaurant zu gehen, gehe ich lieber in McDrive und gucke lieber hier auf dem Display auf YouTube irgendwas. Früher war bei uns, als ich noch jünger war, so Pubertät, Jugendlichenalter, McDrive halt auch so ein Hotspot, wo man gechillt hat, weil das war bei uns direkt in der Mitte von der Stadt. Das war schon ganz cool. Ey, erstes Mal Tester. Man hat im McDrive gechillt? Nee, also ich bin in meinem Leben. Also mit der Familie oft durchgefahren, aber alleine bin ich da bisher, also als ich erwachsen bin, selbst fahren kann, bin ich da erst zweimal durch das McDrive gefahren oder generell durch den Drive-In. Fahren fährt sich wie ein Bus, aber auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall meinen Tee und den Big Morning, was wirklich eine Weltneuheit ist. Den gibt es nur in Deutschland bisher und ich glaube in Deutschland sogar noch nicht mal bisher. Deswegen machen wir jetzt auch einen Taste-Test. Ey, for real, es ist nichts bezahlt, aber das ist das, was ich mir immer schon gewünscht habe. Vernünftige Brötchen. Das sieht ein Bagel, gut oder? Aus. Ey, das sieht aus wie vom Bäcker, Digga. Und es ist warm. Mhm. Ich hätte, glaube ich, vor dem Video nichts essen sollen. Sonst könnte ich sagen jetzt, oh, ich habe so Hunger jetzt, aber ich habe eigentlich gar keinen Hunger jetzt gerade. Eher das Gegenteil, ich essen sie fast schlecht. Aber nichts mit McDonald's hat das zu tun. Das hat eher was zu tun, dass ich halt voll bin. Ey, boah, for real. Ich habe mir vor dem Video gesagt, ich möchte auch irgendwas kritisieren, weil ihr wisst, ich bin kein riesen Fastfood-Fan. Aber der hier ist es. For real, ich würde lieber den hier essen, als bei einem Bäcker. Bro, guck dir den mal an. Was ist denn da drin? Ist da auch Lachs drin, oder was? Chicken, Salat, bisschen Soße und einfach ein vernünftiges Brötchen. Okay. Ich glaube ja sogar wirklich, das hat mir mein Trainer mal gesagt, dass das Brötchen oder die Buns bei Burgern das Schlimmste sind, ne, mit der Soße. Leider ja. Und das ist hier halt nicht der Fall. Das ist wirklich ein gutes Körnerbrötchen mit frischem Rührei, was wir vorhin gesehen haben. Ey, Digga, das ist geiße. Ah, da ist Rührei drauf. Ohne Fleisch, Bun. Also wie so Frikadelle mit Spiegel, mit Rührei. Fancy Kombination, finde ich auch irgendwie cool. Ich weiß nicht, ich war irgendwann auch mal im Ausland im McDonald's, da gibt es auch krassere Sachen teilweise. Gab es auch so Bagels und sowas mal. Ich erinnere mich da voll dran.
Oder hier beim Burger King in Spanien, das war krass. Da konntest du mit 50 Cent Aufpreis irgendwie Doppel-XXL-Variante bestellen. Da haben wir so ein Bacon King XXL bestellt, das war so ein Oschi. Dann auch mit der 50 Cent Upgrade, dann war da noch irgendwie viel mehr Fleisch und viel mehr, keine Ahnung, viel größer war das auf jeden Fall nochmal. Und dann Upgrade noch einfach eine 2 Liter Cola-Flasche gehabt, so. Und so richtig krass dicke Pommes. Und damit sind wir dann immer dann zum Strand gelaufen mit der Packung. War dann wie Rambler haben wir es mal geholt, ja. Boah, geil. Das ist for real mein absoluter neuer Fastfood-Lieblingsburger. Echt jetzt? Mhm. Ich bleib beim McMuffin Egg, das ist für mich das perfekte Unterwegs-Frühstück. Der Typ hat die korruptesten Bestellungen. Der bestellt Fish-Mac mit Currysoße und... Das stimmt nicht. Das war Fish-Mac, dann der McPlant und die Pommes hatte ich mit Sweet Chili. Das ist mir geil. Der geile Unterschied hier ist, deins ist ja ein Rührei und das ist ja ein Spiegelei. Schmecken tut es ja gleich am Ende des Tages. Achso, stimmt, ja. Wer fragt es. Ja. Was soll ich sagen? Ja, wie der Tee schmeckt. Bro, ist halt ein Tee. Brauchen wir jetzt auch nicht sagen, geistkranker Tee, ist einfach ein scheiß Tee. Wir gehen jetzt auf jeden Fall wieder rein. Also, das ist scheiße, der Tee jetzt, aber okay. Sandra, ich dachte, du wärst drin! Ich wollte wirklich früher mal bei Macis arbeiten. Achso, jetzt checke ich das, weil da der Mülleimer war. Ich war gerade irritiert, ich habe dann da gar nicht gesehen. Das, Ich weiß, und jetzt machen wir einen Podcast. Digga, das schmeckt geistes. Ich nehme nur Schoko. Tschüssi, kann man das auch in Eis bestellen? Eigentlich schon die ganze Zeit auf Diät, Mann. Danke schön schon mal, dass du mir die Sachen der McDrive rausgegeben hast. Wir gehen jetzt auf jeden Fall in die Küche und ich mache Sandra einen Big Mac. Wenn der nicht 1:1 so schmeckt, Digga, dann ist die Freundschaft gekündigt. Während Sandra oben wartet, mache ich jetzt den schnellsten Big Mac, der jemals in Deutschland hergestellt wurde. Aber für sie ist dann die Freundschaft sehr viel wert, wie es aussieht. Weiß nicht, ob es was wird. Schauen wir mal. Ich schwöre dir, Alex, wenn mein Big Mac gleich nicht geisteskrank schmeckt, Digga, du weißt nicht, was ich Luca dann für eine ins Gesicht verpasse. Ich bin für Gewalt. Wir nehmen uns als allererstes einen Handschuh, packen ihn in unsere Lieblingshand. Wählt Sandra oder so. Das ist bei mir. Recht. Gehen in den, oh mein Gott, gehen in den Handschuh rein, habe ich schon ein bisschen Zeit verloren. Nehmen uns jetzt die Patty, 6 Stück an der Zahl, haben wir genau 6 Stück. Legen die jetzt alle mit der gleichen Hand hin. Tack, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6. Handschuh ausziehen und hier 10:1 auf Starten klicken. 41 Sekunden haben wir jetzt Zeit. Handschuh schmeißen wir weg. In der Zwischenzeit warte ich einfach, ne? Wir warten einfach in der Zwischenzeit. Das macht gerade meinen Weltrekord kaputt. Guck mal, heute ist so ein schöner Tag. Ich habe meinen Traumjob heute wirklich erfüllt. Mir den Traum. Ihr Traumjob bei Macis arbeiten. Bei Macis mal zu arbeiten, da teile ich sogar mit dir. Wir nehmen die Salz-Pfeffer-Mischung und genauso wie bei dem McWrap von Sandra. Zack, 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 zack. Einmal drauf. Wir nehmen Salz, schön aus dem Handgelenk. Zack, zack. Zack, 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 zack. Nehmen uns unseren. Er sagt aus dem Handgelenk, aber das Handgelenk dann steif. Und macht er nur mit dem Ellbogengelenk so. Zwiebeln, mein Gott. Bin hier fokussiert auf den Weltrekord. So, jetzt mit Schwung. Zack. Da kann ich ein bisschen Zeit eigentlich wieder gut machen gerade, aber. Nee, das ist nicht so gut. Sauber machen wir es jetzt gerade nicht, denn es ist natürlich Weltrekordzeit. Das packen wir jetzt erstmal genau in das Ding rein. Hier. Zack, schieben es rein in den Tray, drücken einmal drauf. Jetzt geht es rüber zu den Buns. Hier vorne sind die Big Mac Buns. Wir packen die so rein. Hier vorne die Krone, helle Seite zu uns. Zack, zack. Warten einmal kurz, nehmen uns unsere Big Mac Verpackung. Schönste Verpackung meiner Ansicht nach. Wie lange braucht der Salat hier? Der Salat. Die obere Seite kommt hier hin, die untere Seite. Ja, Salat ist mal anbraten, man kennt's ja. Kommt hier hin. Und hier mit der weißen Seite, die ist nämlich nach oben, kommt auch hier hin. Jetzt gehen wir rüber, nehmen uns die Soße, Big Mac Soße, einmal unten, zack, einmal oben, zack. Dann kommt auf die untere Seite 12,5 Gramm Eisbergsalat. Das sind ca. 12,5. Oben kommen auch nochmal 12,5 Gramm Eisbergsalat. Exakt 2 Scheiben Gürkchen. Und jetzt musst du noch die zudecken, noch Smileys draufmalen, ne? Und einen Kuss geben noch. Dann ist es fertig. Jetzt gehen wir rüber in unseren Trailer, das war der hier, glaube ich. Ja. Nehmen uns das Fleisch raus. Unten legen wir eine Scheibe drauf, nehmen jetzt die andere und packen es jetzt zusammen. So, zack. Und oben drauf, Zange wieder hier hin, Verpackung zu und ab dafür. Zeitstopp. Was ist der schnellste Big Mac Deutschlands? Der war schnell. Falscheste. Selfie Sandra. Der falscheste. Laser Luca. Selfie Sandra. Laser Luca. Selfie Sandra. Laser Luca. Selfie. Laser. Selfie, Sandra. Laser. Selfie.
Laser! Selfie, Sandra, wo sitzen Sie denn? Laser! Hinter Ihnen! Selfie, Sandra! Hey! Selfie, Sandra! Moin! Alles klar! Moin! Ich hab... Diese schauspielerische Glanzleistung, wirklich Wahnsinn. Hier was für Sie gemacht. Okay, danke für die Show. Schauen Sie sich dieses Produkt an. Boah, sieht echt gut aus. Es ist laut den Mitarbeitern unten der schnellste Big Mac, der jemals auf dieser ganzen Welt hergestellt wurde. Aber kein Scheiß, wirklich? Probieren Sie doch mal. Schmeckt's? Mhm. Wahnsinn, oder? Ey, es war for real anstrengend, dieses Ding zu machen. Ich bin richtig aus der Puste. Ich hab ihn schon mal salziger gegessen. Spaß. Alles nochmal. Zwei Scheiben Gurken oben, Patty da, Patty da. Auch noch einmal Zwiebeln aus dem Handgelenk draufschleudern. Boah. Ich geb dir all in all. Also es hat auf jeden Fall schon lange gedauert, muss man sagen. Ich saß jetzt bestimmt schon 6-7 Minuten. Ja, wird auch mit einberechnet. Ja, die Performance hat mir auch nicht so gefallen. Das gibst du mir. Eine 7,5. Einmal Abzug wegen Zeitverspätung und nochmal Abzug wegen der Performance und einmal... Was für Performance? Ja, wie du es mir hier hochgetragen hast. Wie? Du hast mich nicht gefunden. Sie haben nicht erkenntlich gezeigt hier. Ah, doch. Und halber Punkt wegen Aussehen. Ja, muss man auch betrachten. Nicht wegen dem Burger, wegen dir. Ach so. Sandra hat versprochen, das ist Liebeserklärung an mich. Sie hat angeboten, dass sie die Hälfte von ihrem Big Mac mit mir teilt. Ja. Boah, geil. Mhm. Boah, ist gut? Doch, ja, schon gut. Hat er gut gemacht. Dankeschön. Auch mit der extra Soße. Oder was gibst du ihm? Gehst du mit einer 7,5 mit? Nee, ich würde schon 9 von 10 sagen. Ah. Doch schon. Also ich mach keinen. Leute, wenn ihr Burger wollt, meldet euch. Okay. Wir testen jetzt die Ice Machine. Kann ich es machen? Die immer defekt ist, oder? Ist es nicht dieses Meme, dass die immer kaputt ist? Ich glaube, ich kann's. Oh ja, ja, perfekt. Ich hab verkackt. Scheiße, das ist ja schwieriger als gedacht. Ey, sehr gut, dass sie sagt, dass sie es kann. Ich nehm's auch so. Das ist so der glatt. Walking Man. Dann haben wir noch den hier, den Shuffle Man. Ciao, ne? Haut rein. Tschüss. Das hier wäre mein Traum als Kind gewesen. Wir sind früher mal durch den McDrive gefahren und haben einfach so 20 süß-saure Soßen geholt, weil wir zu Hause alles mit süß-saurer Soße als Kinder gegessen haben. Kroketten, alles Mögliche, immer süß-saure Soße. Aber gut, es geht um McFlurry. Nee, also ich habe, wenn dann süß-saure Soße, habe ich immer gegessen, ja, aber nur für die Chicken Nuggets. Sonst für nichts. Und hätte ich damals als Kind gewusst, dass es zerschredderte, lebendige Kükenfleisch ist, hätte ich es natürlich auch nicht gegessen. Aber ich habe mittlerweile das verboten, dass sie lebendig sein müssen. Aber ich glaube, die sind immer noch geschreddert, und weiß ich nicht sicher. Also, Oreo kommt rein. Ich mache jetzt auch mein McFlurry. Wir nehmen einen Becher, drücken hier drauf. Mhm. So. Ja, ich glaube, du hast verkackt. Ist gut. Und jetzt Oreo. Ja. Viermal hin und her steht ja auch drauf. Eins, zwei, 3, 4. Ah, das war 8-mal Laser. Weil zu. Das waren 8? Kein Problem, ich nehme auch 8, alles gut. 6, 7, 8. Das war unser Tag bei Meckes. Ich würde sagen, ich habe es deutlich besser gemacht als du. Ich glaube, es sind doch ein paar zu viele. Sein Gesicht sieht nicht so aus, wäre das so geil jetzt gerade. Also Nummer 1 sagen. Ach, kalt. Ich habe Hirnfrosch. Oh mein Gott, ist das kalt. Danke für den Kindheitstraum, Laser. Dankeschön an McDonald's Toland Köln, dass wir hier drehen durften. Voll. Was hat Sandra da auf? Das ist auch so ein Ding, wo Meckes gibt. Was ist eine richtige Modekollektion? Kann man die Sachen auch kaufen? Will ich zwar nicht machen, aber es gibt ja auch sowas wie hier Lidl-Schuhe und sowas, die ich holen kann, meine ich. Und einen Tag bei McDonald's arbeiten durften. Das war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Welchen Job sollen wir als nächstes mal testen? Schreibt es uns unten in die Kommentare und wir sehen uns. Digga, du musst du jetzt in meinem Outro rauchen? Ach ja, diese Raucher immer, ne? Nee, muss nicht sein. Aber cooles Video auf jeden Fall, finde ich cool. Vielleicht gucke ich öfter mal bei Luca wieder rein. Dieses Zeltvideo habe ich auch überlegt zu machen, das ging halt zu lange jetzt. Ich muss mich gleich wieder weiter, deswegen habe ich gedacht, okay, ich kann mir jetzt das hier angucken. Das ist saftig, knafflig zwischendrin. Ja, ging um McDonald's und Burger, ist ja fast saftig, knafflig. Ne? Deswegen, ich hau jetzt rein, ihr auch. Danke fürs Zuschauen und bis dann, ne? Ciao.